Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming und zu Stellaris. Hier im Ork Imperium, wie es jetzt heißt. Oh, okay, wir heißen jetzt Ork Imperium. Ist halt so, kann man nichts machen, weil wir einfach unser Herrschaftsdingsbums, unsere Herrschaftsform, korrekte deutsche Worte benutzen heute mal zur Abwechslung, haben wir geändert und sind jetzt ein militärisches Imperium. Ja, yeah, das haben wir uns mit der Größe auch verdient, so langsam, denke ich. Hier oben ist so eine kleine Restflotte der Uhrenvoss. Keine Ahnung, was sie da wollen. Ansonsten machen wir die hier gerade überall platt. In Sipir, haben wir schon ein Forschungsschiff in Sipir? Ja, haben wir schon, sehr schön. Da haben wir unsere Kriegsflotte, die bombardieren hier. Wir müssten auch eine Transportflotte auf dem Weg haben. Also alles läuft hier unten gut. Die haben hier gerade eine kleine Flotte gehabt, irgendwie 700 stark oder so, und haben die gleich zurückgezogen. Und unsere Flotte schwankt immer so ein bisschen in der Stärke. Habe ich so das Gefühl. Keine Ahnung, was da los ist. So, wir warten auf jeden Fall so ein bisschen ab. Ein inaktives Gebäude in Obrium. Ja, da kann ich nichts machen, wenn da halt Leute wegziehen. Muss ich mich woanders drum kümmern. So, da oben, unser Konstruktionsschiff hat auch wieder seinen Auftrag aufgenommen. Hier unten im Guram, ein bisschen Energie, ein bisschen Forschung. Was ist hier los? Handelsabkommen Dauer abgelaufen. Wir bekommen jetzt leider kein lebendes Metall mehr. Da müssen wir mal gucken, ob wir irgendwo noch was Ähnliches herbekommen. Der lebende Metallbonus scheint gar nicht in die Flottenstärke eingerechnet worden zu sein, ne? So, Sippe, die haben ja alles platt gemacht. Das heißt, unsere Flotte hier kann angreifen. Und die können es auch ziemlich ungestraft tun. Und dann fliegen wir nach Urlaub weiter. Ne, es sind nicht Enemy Troops, das sind unsere Truppen. Aber ansonsten, ja, stimmt. So, hier konnten nur 14 angreifen, ne? Ich glaube, das ist ein 15er Stack, den wir hier. 3, 6, 9, 11. Ne, irgendwie, ich weiß immer nicht, wie das zusammenhängt. Aber irgendwie können hier nur 11, ne? Auf manchen Planeten schaffen 12, hier schaffen es gerade nur 11. Regeneratives Rumpfgewebe plus 10. Nice. So, und dann werden wir gleich nach Urlaub weiterfliegen. Die First Fleet, ja, sobald die Bombardierung hier eingestellt haben, machen wir das. Das Forschungsschiff ziehen wir einfach mit. So, damit gehört der Planet wieder uns. Das finde ich gut. Achso, dann müssen wir uns da vielleicht auch um Fraktionen kümmern demnächst. Könnte das sein? Könnte sein. So, First Fleet, hier einmal nach Urlaub einfliegen, bitte. Und ihr nehmt eine Transportflotte mit. Nämlich jene hier. Wir dürfen ja direkt in den Orbit einschießen. Und dann haben wir ein Forschungsschiff. Die Orchimedes. Das ist immer noch so ein geiler Name einfach. Und die dürfen sich hier die Trümmer angucken. So. Nächste interessante. Was wollte ich mir gerade noch angucken? Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung. Achso, hier müssen wir dann irgendwie vorgehen, ne? Die sammeln sich schon wieder irgendwo. Ich weiß halt noch nicht wo. Flottenstärke erbärmlich. Wer macht noch mit? Die Chino machen mit. Die sind auch immer noch erbärmlich. Die Zinn, die hätten eigentlich... Oh ja, die sind schon wieder auf ebenbürtig hoch. Das ist natürlich nicht gut. Das heißt, da müssen wir noch mal ein, zwei Schiffe nachproduzieren gerade. Und die in YouTube stationieren. Bevor die Zinnen hier hochgeflogen kommen einfach. Das wäre mir dann doch ein bisschen unangenehm, muss ich sagen. So, Crackfang, wie sieht es denn eigentlich mit eurem Raumhafen aus? Habt ihr schon längst fertig und sagt mir nicht Bescheid? Was ist denn das für eine Art? So, Maschinenbauhalle. Ja, wir fangen mit der Maschinenbauhalle an. So, und hinterher werden wir das Ding einfach ein bisschen ausbauen. Und inzwischen bauen wir uns einfach noch ein paar Kreuzer. Wie ist denn unsere Flottenkomposition? Mehr Kreuzer als alles andere hier drin. Naja, stimmt nicht. Korvetten haben wir auch eine Menge. So, in Shinrock, Raumhafen.
haut man hier einfach 3, 4, 5, 6, 6 Korvetten raus. Und Obrium kloppt mir ja einfach 2 Kreuzer raus. Die müssten auch... Oh nein, sind die schon auf dem neuesten Stand? Moment, Leute, Moment. Energie nämlich, ne? Da haben wir doch was Neues erforscht inzwischen. Ne, haben wir nicht. Alles cool. Damit sind die hier alle auf dem neuesten Stand. Die Kreuzer auch, ne? Die haben die dicken Geschütze hier drin, ganz genau. Ja, alles klar. Ripper Autogeschütze. Na, das Coole ist, wenn man die so ein bisschen mischt, dann kämpfen die halt auf 60 und die auf 65 von der Reichweite her. Das heißt, auf 60 ist man da in der vollen Reichweite. Und die Schiffe müssen nicht näher ran, als es unbedingt sein muss. Und müssen aber auch nicht... Also wenn sie weiter weg sind, haben sie nicht nur die halbe Feuerkraft. Also die müssen sich ja nicht entscheiden, ob sie dichter ran oder lieber weiter weg wollen. Sondern die haben eine optimale Kampfdistanz. Da gehen die rein und dann ist gut. So, ja, und da müssen wir mal gucken, ne? Irgendwo treffen die sich schon wieder mit der Zinnflotte. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ich habe halt nur gar keinen Plan, wo. So, auf Shinerock und auf Ruthnards Freeship sind wir auf der Oberfläche fertig. Die haben noch Unmengen von Nahrung hier. Stört mich gar nicht, im Gegenteil, ich finde es gut. So, und so langsam kommen wir dann auch tatsächlich aus unserer Energiekrise heraus. So, wir müssen jetzt nur aufpassen, dass wir nicht halt alle unsere Mineralien irgendwie wegschmeißen, ne? Wenn wir noch ein paar Schiffe bauen müssen. Hostile Fleet detected. Ups, ups, ups. Ha, da haben wir doch. Die Zinn, da ist sie doch. Ah. Die 12th Battle Group. What? Wo wollten die hin? Die wollen nach Urlaub fliegen. Okay. Ja, ich meine, kommt rüber. Kein Problem. Doch ein Problem. Ihr müsst mal gerade auf die andere Seite des Systems hier fliehen. Und ihr dürft hier auf Abfangkurs schon mal gehen. So, die kommen doch, oder? Die überlegen sich das jetzt nicht anders. Was ist hier los? Die Koppenjaxi garantieren irgendjemandem die Unabhängigkeit? Den hier, oder was? Nee, das sind die... Hä? Den Hidari. Wer sind denn die Hidari und wo wohnen die? Und sind es... Ach, hier unten, die sind es. Ja, okay, die sind wirklich tatsächlich kleiner als die Koppenjaxi, aber ganz ehrlich. Hier drüben, ne? Diese drei Reiche werden wir uns auf jeden Fall einverleiben und die Uran Voss sowieso. Und mit den Nimrods haben wir auch noch eine Rechnung offen, also Warpflugvorbereitung nach Urlaub. Oh ja, das höre ich gerne. So, dann gucken wir mal. Da sind sie direkt. Hostile Fleet engaged. Hi. So, das Schiff hier kann man chillen. Die sind nämlich gleich erledigt. So, dann kommen sie wieder mit ihren Raketen und ihren Lasern. Versuchen uns die Kreuzer kaputt zu schießen mit ihren Schlachtschiffen. Boah. Die machen echt ganz gut Schaden. Situation Log updated. So, ein Admiral hat eine Eigenschaft erlangt. Anpassungsfähig nämlich. Das heißt, er wird jetzt richtig alt und lernt auch noch schnell. So, zwei Schlachtschiffe, 4 Kreuzer, 2 Zerstörer, 4 Korvetten haben wir den zerstört. Nice. So, dann könnt ihr bombardieren. Wo ist unser Forschungsschiff? Komm mal her, hier. So, einmal hier das Projekt erforschen und dann einmal jenes. Hast du was zu tun? Und wir passen auf. Was habt ihr vor? Nach Ulassia. Wo ist denn Ulassia? Ich glaube, die ziehen sich schon wieder zurück, ne? Wir haben keinen Bock drauf hier.
sich sinnlos verheizen zu lassen. Construction complete. Die dritte Flotte. Oh, wartet mal. Habe ich die erste Flotte als Sammelpunkt gesetzt? Ich habe die erste Flotte als Sammelpunkt gesetzt. Nee, mit George. So, Shinrock hat hier erstmal fertig gebaut. Na, die Frage ist, bauen wir überhaupt noch? Ich meine, wenn die hier in so kleinen Verbänden anrücken, brauchen wir das wahrscheinlich gar nicht. Unsere Flotte so großartig zu verstärken. Na, die gehören gar nicht dazu, glaube ich. Nee, ich glaube, wir brauchen unsere Flotte dann wirklich nicht mehr weiter zu verstärken. Aber wir haben die jetzt ein bisschen wieder verstärkt. Das muss dann aber auch reichen. So, da kommen noch kleine Korvetten angeflogen. Verstärken unsere Flotte so ein bisschen. Und wir bombardieren Urlaub. Unseren eigenen Planeten, ne? Ist eigentlich direkt schade. Construction complete. Aber was soll man machen? So, Ovrium. Hat jetzt auch einen Kreuzer gebaut. Der müsste dann auch demnächst hier ankommen. Ja, da ist er sogar schon. Ach nee, wir haben ja zwei Kreuzer gebaut. So, auf der Oberfläche von Ovrium. Ja, genug Nahrung haben wir. Da müssen wir uns gar keine Gedanken machen. Und mit dem Ausbau sind wir auch schon wieder durch, wie es aussieht. Alles klar. Danke, Ovrium. Echt? Haben wir schon alles gebaut? Na gut, meinetwegen. So, mit der Energie sind wir immer noch leicht im Negativen hier. Construction complete. So, Pollux. Ja, da können wir noch ausbauen auf jeden Fall. Ja, ich kloppe ja einfach mal die Credits raus gerade. Dann sind wir es auch los. Und Shinrock. Kloppen wir auch alle Upgrades raus. So, da haben wir immer noch genug Mineralien übrig. Und kommen da hoffentlich mal auf eine positive Energiebilanz. Ah, okay. Das sieht interessant aus. Achso, sind die hier schon? Ja, die sind schon auf Null. Na dann wieder einmal angreifen. Wie geht's denn unserer Flotte eigentlich? Hat irgendjemand schwere Beschädigungen hinnehmen müssen? Nein, alles in Ordnung. Na, das sah so krass aus, wie die da losgeschossen haben mit ihren Lasern und so. Aber wir sind bei 99,5. Ich weiß gar nicht, wer den Schaden abgefangen hat. Auf jeden Fall ist alles in Ordnung. So, dann können wir jetzt gleich einen Ausfall machen. Ne? Wir werden ja noch auf Geddi anfangen, auf jeden Fall. Enemy troops landing. Ne, das sind unsere eigenen. Aber danke für die Warnung. So, und die machen das auch. Ohne Probleme. Und werden dann dort als Besatzungstruppen zurückgelassen, auf jeden Fall. Was haben wir hier? Regeneratives Rumpfgewebe nochmal. Das müsste gleich fertig sein. Vielleicht ist es das hier sogar. Ne, Gamma-Laser haben wir. Okay. Boah, Gamma-Laser plus 30% Fortschritt. Phasendisruptoren plus 30. Rumpfgewebe müssten wir bald fertig haben. Prognose-Algorithmen. Ah, interessant. Und Unmengen von Forschungspunkten bekommen wir immer dazu. Ich weiß gar nicht, wo unser Pool ist hier auf Lager 65. Na gut, das knallen wir in einem Monat auf jeden Fall raus. Auf Lager 10, das ist auch sofort weg. Auf Lager 10, okay. Alles klar. So, Gamma-Laser. Die elektromagnetische Strahlung von Gamma-Lasern ist extrem hochfrequent. Ihr zerstörerisches Potenzial ist im Bereich der Laserwaffen unerreicht. Ja, Laserwaffen, Mann, wir wollen Dagger haben. Knallen muss es und hämmern. Und explodieren. Enemy planet secured. Wobei, wenn man mit einem Laser auf Dinge schießt, ne, man denkt ja immer, der brennt so ein kleines Loch da rein und so. Aber zumindest, wenn man mit einem richtig Hochenergielaser auf Menschen schießt, dann gibt das tatsächlich eine Explosion, weil die Feuchtigkeit in der Haut total schnell verdampft durch diesen schnellen Energietransfer. Und das reißt dann richtig viel Gewebe mit raus. Ich stelle mir diesen Anblick nicht schön vor, muss ich sagen. So, dann können wir hier mal die Forschungsprojekte uns schnappen. Unsere Flotten sind okay. Haben wir irgendwo noch eine Flotte, die so gar nichts zu tun hat? In YouTube haben wir noch eine. Die werden wir gleich nach hier ziehen. Und mh,
Vexelia. Ich dachte, wir hätten noch einen Roskin oder so rumzugurken. Offensichtlich nicht. Ja gut. Dann müssen wir halt die Flotte aus YouTube hier langsam rausziehen. Ja, die sind alle gelandet. Okay. So, die 8. Flotte, ja, die hängt ja immer noch fest, leider. Und kostet uns. Wir sind schon bei plus minus 0. Minus 4. Was? Forschungsstation, eben waren wir bei 0, jetzt sind wir bei 24. Was ist da los? Achso, wahrscheinlich, weil die sich hier eben repariert haben und jetzt schon wieder unterwegs sind. Wo ist da unser Konstruktionsschiff? Hier in Guram hat es Energie gebaut und eine Forschungsstation. Finde ich sehr gut. Also wir brauchen wirklich langsam mal. Es ist leider wirklich so eine kleine Kriegspause. Sag mal, habt ihr hier in... Achso, ist scheißegal, ob die irgendwie... Die haben keinen Raumhafen. Sonst hätte der diese Flotte, diese eine Korvette schon längst pulverisiert. Na gut. Habt ihr in Sastram irgendwie einen Raumhafen? Nee, ich auch nicht. Okay, kleines Konstruktionsschiff, fliegt mal hier rüber. Und chill dich da irgendwo hin. So, die First Fleet hat einen Auftrag. Wieder auf 15,5k angestiegen. Wie sieht es beim Zinnreich aus? Wir sind uns unterlegen. Ja, die haben ja ihre eine Flotte, so eine 3000er Flotte, einfach so verheizt, ne? Gegen unsere Flotte einfach geschickt, was total dumm war. Construction complete. Oh, was haben wir denn da? 1300er Flotte. Krugfang. Müssen wir weiter ausbauen. Was können wir denn hier hinbauen? Die sollen Zerstörer bauen, die Jungs. Gibt uns hier irgendwas, eine Flottenakademie wollen wir bauen. Dazu brauchen wir eine Stufe 3, für die Zerstörerwerft eine Stufe 4. Alles klärchen. So, da einmal ausbauen bitte. Es kostet auch echt nicht allzu viel, ne? Wir machen schon wieder ganz gut Plus. Nur mit der Energie ist halt ein Problem, weil unsere Flotte riesig ist und Unmengen von Unterhalt verschlingt. So, wir sitzen ja aus, die First Fleet ist hier angekommen. Hat festgestellt, hier ist nichts. Ich befürchte, damit unsere Schiffe hier operieren können, müssen wir mal gerade aufräumen. Und dann springen wir weiter. Sonst haut nämlich, wenn die hier nämlich dann einfach unser Forschungsschiff, meine ich mit die, wenn die einfach mit sich mit so einer Station anlegen, wäre das fatal. Da hätte ich gar nicht meine Hauptflotte benutzen müssen. Ne? Hier ist ja direkt jemand hinterhergesprungen. Neutronentorpedos nochmal. Prognosealgorithmen, regeneratives Rumpfgewebe. Müssten wir es nicht langsam fertig haben, sagt man. So oft wie wir da schon 10% bekommen haben auf Crackfang. Ich glaube, da können wir nichts mehr machen auf der Oberfläche. Ne? Ja, wir könnten noch Nahrung ausbauen, aber... Ach, da können wir noch Energie ausbauen. Perfekt. Dann machen wir es doch direkt mal. Warum können wir denn hier noch ein Level drauf bauen? Ach, wahrscheinlich, weil wir hier den Regierungssitz haben, ne? Geht das auf Obrium auch? Nee, da haben wir Kraftwerk 4. Und auf Crackfang ist es auch Kraftwerk 4. Aber hier können wir tatsächlich nicht weiter ausbauen. Oh, Menno. Das finde ich schade. So, wie sieht es denn hier aus? Wo wächst denn ihr gerade? Die müssten wie verrückt wachsen. Die haben 10 Nahrung plus. Hier drüben. Alles klar. Gut. Und auf Kriege 2 sind die hier nicht bald fertig. Achso, hier bauen die noch an ihrer Hauptstadt. Okay. Alles in Ordnung. Hostile fleet engaged. Hopp. Achso, ich dachte schon, da wäre einer unterwegs. Nee, ist aber nicht so.
So, die versuchen uns hier einzuholen die ganze Zeit. Und wir fliegen immer weg. Yeah, fangt uns doch. Eine geschmolzene Welt. Ja. So, was ist denn hier los mit dem Forschungsschiff? Willst du nicht mehr was machen? Na, dem müssen wir gleich einen neuen Auftrag geben. Ne? Hier haben wir ja neue Trümmer. Ich weiß nicht, warum das hier so rumguckt. Ach, das erforscht gerade hier vorne. Die Trümmer. Alles klar. Also First Fleet, ihr könnt hier irgendwo an den Systemrand fliegen gerade mal. Und dann warten wir. Ach, die haben hier gerade schon fertig, ne? Ja, 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 ja. Gut, dann geben wir denen hier den Auftrag nochmal neu. Forschungsprojekte im System. Oder müsst ihr es jetzt alle mitnehmen? Ja, sieht gut aus. Sehr schön. So, First Fleet. Einmal hier rüberspringen und alles vernichten, was euch im Weg steht. Auf geht's! Ein Forschungsschiff in Ulab Nor hat nichts zu tun. Ja, ist tatsächlich so. Es fliegt dann halt nach Suetum gleich. So, wo kommt da unsere Flotte hier reingesprungen? Construction complete. Ups, was war das? Hostile fleet engaged. Ach, wir sind direkt hier gelandet. Na klar, ne, die haben da so ein Magneten. Es ist kein Magnet. Flottenakademie. Und danach bauen wir das Ding auf Stufe 4 aus. Es ist ein, weiß nicht, Überlicht-Inhibitor. Genau, das wäre auch das Wort, das ich jetzt tatsächlich benutzt hätte. Situation Log updated. So, ja, genau. Bombardiert mal das hier. Unser Forschungsschiff kommt hier direkt reingeflogen. Kümmert sich um die Forschungsprojekte. Unsere Transportflotte fliegt hier in den Orbit ein. Alles cool. Wir haben 2 Korvetten verloren. Nein! Und unser Admiral hat schon Stufe 4 erreicht. 2 Korvetten verloren. Oh ja, okay. Ja, die Korvetten bekommst du halt immer zuerst ab, ne? Also wenn man sich ja nicht nach jedem Gefecht repariert, dann verliert man da halt immer einige. Aber unsere Korvetten sind cool. Die haben eine Menge Schlagkraft. Was ist hier los? Grenzen geöffnet? Das Shabdak-Kartell? Die Grenzen wäre für uns geöffnet. Oh, heißt das, wir kommen jetzt nach Hause vielleicht? Nee, so weit können wir gar nicht außen rum fliegen, wie wir außen rum fliegen müssten. Ne, die Wuhl, die könnten mal bitte hier... Warum öffnen die nicht mal ihre Grenzen einfach? Was ist los mit denen? Hegemonistische Imperialisten. Okay, alles klar. Ja. Andererseits, wenn wir den Imhotz den Krieg erklären, haben wir direkt eine Flotte. Nein, dann wird die automatisch versetzt, wenn wir den Imhotz das nächste Mal den Krieg erklären. Okay, das hat auch viel Schönes. Wo waren wir gerade? Hier, ne? Am Bombardieren. Wo ist unsere Transportflotte? Hoffentlich unterwegs. Ja, da kommt sie schon. Und da kommt auch das Forschungsschiff. Research complete. Was ist es denn? Was ist es denn? Das planetare Energienetz. Ein überarbeitetes und zusammengefasstes Energienetz kann Energieverluste über große Leitungsstrecken reduzieren. Sehr hübsch. Kondensatorfelder, Alter, was machen die denn? Schildregeneration plus 20%. Ach so, das ist so ein Ding, das große Kampfschiffe dann einbauen können. Boah, ansonsten haben wir ja auch richtig geilen Scheiß. Aber das dauert nur 89 Monate. Nur... In Anführungszeichen, es dauert halt alles lange bei uns im Moment. Oh, die Flak-Batterien sind bald fertig. Yeah! Oh, die kommen genau richtig getimt hier. Einmal angreifen. Debris analyzed. Oh ja, Mann, stress mich nicht. So. Was haben wir hier auf YouTube und auf Grickle? Aha.
Ja, hier können wir nichts mehr machen. Alles klar. Und auf Krickel. Da können wir noch was machen. Da ist nämlich unsere Hauptstadt jetzt fertig geworden. Ja. Yeah. So, wir brauchen Energie, wir brauchen Nahrung und wir brauchen Erze. Wir brauchen alles. Die haben noch 4 Nahrung. Hier bekommen sie noch plus 1. Und wir haben noch 5 Felder, die wir besetzen müssen. Passt ganz genau. Herrlich. Und das Ding hier können wir bestimmt nochmal upgraden bei Gelegenheit. Ach, die Felder bekommen die Boni nur, wenn wir da tatsächlich was draufbauen. Na, ist ja mal interessant. Wie sieht es denn hier eigentlich aus mit der Bewohnbarkeit für Orks? Die ist sehr gut. Herrlich. So. Aber wie sieht es hier aus, ihr landet, ne? Müsste alles klar gehen. Ja, komm. Ja, kann ich nichts machen. Ach du Scheiße, da sind ja richtig viele da. Ich mich vorher gar nicht erkundigt. Mächtige Bewohnerfraktion. Alter, haben wir die nicht unterdrückt? Die Git-Offs. Ja, einmal unterdrücken. Einmal unterdrücken. Junge, die organisieren schon Aufstände. Warum denn? Wir sind im Krieg. Alter, freut euch doch mal. Achso, das hier sind so andere. Und die ja auch. Ne, unsere Leute, die freuen sich alle. Wir sind im Krieg. Yay! Und die anderen so, oh, wir sind im Krieg. Ja, dabei müssen die gar nicht kämpfen, ne? Wir haben ja Klonarmeen und alles. Die sollen sich nicht so anstellen. So, die machen wir fertig. Unsere Orc-Boys sind nämlich viel mächtiger als sie. Damn. Enemy Planet secure. Kablemo, platt gemacht. So, Invasion vorbei. Richtig, so schnell geht das hier. So, wie sieht's denn aus? Wie viele Prozente brauchen wir denn eigentlich, um mit denen so ein bisschen über den Krieg über den Frieden zu verhandeln? Ja, damit verhandelt man natürlich auch indirekt über den Krieg, ist richtig. Noch 35%, also wir sollten so auf 65, 66, knapp 70% kommen. Kriegen wir hin. Demnächst. Wie stark ist denn deren Flotte hier? Hahaha, lächerlich. Gut. Ja, die beiden Systeme hier müssen wir noch besetzen auf jeden Fall. Das heißt, wir werden hier erstmal Uran Voss ein bisschen bombardieren. Einfach, weil wir es können. Würde ich vermuten. Ich denke, wir können das. Ganz sicher bin ich mir natürlich nicht, aber müsste hinhauen. So, und dann bekommen wir hier nämlich auch einen schönen Batzen noch an Gebiet. Aber was haben wir denn da? 222. Du an was First Fleet. Echt jetzt? Ich check nochmal die Flottenkapazitäten hier. Nicht, dass sich irgendwo jemand heimlich was aufbaut. Also die Kleinen hier wahrscheinlich nicht, ne? Aber bei den Zinnen könnte das halt echt sein. Na, die sind noch unterlegen. Alles klar, Jungs und Mädels. Dann würde ich sagen, für heute war es das schon wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn wir die Uran Voss hier ordentlich oder den Uran Voss ordentlich in den Arsch treten. Und hier oben haben die irgendwo noch einen Außenposten. Der müsste dann an uns fallen, wahrscheinlich. Hoffe ich, weiß ich nicht. Ja, für heute war es das, wie gesagt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn wir hier die Uran Voss ordentlich treten. Und hier hinten die Flotte haben sie schon zurückgezogen. Herrlich. Und das tun, was wir am besten tun, nämlich Krieg machen. Orks, wow. Macht's gut und bis dann. Ciao.